Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Am 9. September findet bereits zum 14. Mal der Herbstmarkt auf dem Berniter Pfarrhof statt, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Es erwarten Sie bunte Stände zum Einkaufen, Essen, Trinken und Plaudern. Der Verein Kirche belebt hat viele Aktivitäten für Jung und Alt organisiert. Händler können sich noch unter 0176 600 11965 oder unter kirche.belebt@gmx.de anmelden oder spontan ab 9 Uhr vor Ort sein. Besonders willkommen sind regionale Handwerker und Künstler, die ihre Produkte präsentieren möchten. Der diesjährige Shoppingabend lockte wieder zahlreiche Besucher in die Bützower Innenstadt. Bei warmen Temperaturen erlebten die Bützower ihren Shoppingabend am vergangenen Samstag. 18 Uhr war Start und es war gleich einiges los. Viele Geschäfte beteiligten sich und lockten so gemeinsam die Menschen in die Stadt. Der Gewerbeverein organisiert dieses Event zum 15. Mal. Carina Siebernick als Vorsitzende des kleinen Gewerbevereins freut sich, dass es bisher immer gut ankam. Es ist ein bisschen kleiner, ein bisschen intimer. Wir haben ein bisschen Live-Musik. Dieses Jahr zum ersten Mal hier ein bisschen mit Tanzen. Das hatten wir noch nicht, mal was Neues. Wir hoffen, dass es heute gut wird. Wir haben alles dafür getan. Wir sind ein kleiner Verein hier in Bützow, weil wir eben hier nicht so viele Leute sind. Aber es funktioniert. Und es funktioniert hoffentlich auch heute Abend. Es ist kurz und heftig. Es geht um 6 los und es ist gegen 10 her ist es beendet. Okay. Und dann ist auch gut. Wiebke und Erik Jansson schwangen die Tanzbeine und tanzten zu argentinischen Tango-Klängen. Dazu luden sie gleich zu einem Schnupperkurs am 16. September von 14 bis 16 Uhr in die Bahnhofsstraße 33b ein. Gegenüber beteiligte sich auch das Euronics-Geschäft am Shoppingabend. Inhaber André Kutz erklärt, warum ihm das Dabeisein wichtig ist. Um unsere Produkte sowie das, was wir darstellen bzw. was wir liefern an Produktnamen, die wir auch aufbauen, präsentieren können, dem Kunden nahe bringen, einfach mal zu zeigen. Und auch unser ganzes Portfolio, was wir so haben, wo die Leute ja sonst wenig Zeit haben in der Woche, sage ich jetzt mal. So ist das dann doch mal ein Abend, wo sie dann noch mal schlendern und mal gucken können. Die Reisewelt Bützow ist seit 2016 immer beim Shoppingabend dabei. Eine Fotobox beispielsweise stand für die Kunden bereit, um Erinnerungen gleich festzuhalten. Der Inhaber Marco Medler schätzt eine solche Veranstaltung für den Ort als positiv ein. Also grundsätzlich ist es ja immer schön, wenn wir als Gewerbetreibenden hier in der Stadt nochmal eine eigene Veranstaltung sozusagen präsentieren und alle hier zusammenbringen und die Leute natürlich animieren dazu, die Geschäfte kennenzulernen und die Vielfalt eben der Stadt Bützow. Ne? Auf dem Markt gab es Musik und auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Etwas ganz Neues gab es einige Meter weiter. Dort bot der neu eröffnete Regionalwarenladen Karma, Kaffee und Marmelade, Waren aus der Region, genähtes, Bücher, Wurst- und Fleischwaren oder auch Strandgutkunst und selbstgemachte Postkarten an. Katja Voss arbeitet im Büro des Bürgermeisters als Referentin für Projekte und Öffentlichkeitsarbeit. Mit ihrer Kollegin, City-Managerin Mira Diekmann, ist sie gemeinsam für den Laden zuständig. Wir haben quasi gemeinsam dieses Projekt zur Belebung der Innenstadt, also den Projektladen Kaffee und Marmelade und auch ein dazugehöriges Café mit Workshopraum, mit Mietbüro quasi ins Leben gerufen. Und das ist unsere erste Woche. Der Shoppingabend war ein gelungener Auftakt auch für den Start des Geschäftes. Von Handwerkskunst, Makramee, Kinderbekleidung, frischem Obst und Gemüse, Käse, Lachs oder auch Töpfergut und Schmuck ist für alle etwas dabei. Also als Projekt zur Belebung der Innenstadt ist natürlich unabdingbar, dass wir auch unsere Türen öffnen und vor allem die Verkostung anbieten. Das ist uns ganz wichtig. Alle Produzentinnen die hier ausstellen oder eben ihre Waren verkaufen, haben das sehr, sehr gerne quasi angeboten, dass wir alles verkosten können und den Bezuhörern und Bezuhörern anbieten. In etwa 4 Wochen soll das dazugehörige Café dann eröffnen. Last but not least beteiligte sich auch das Brautmodengeschäft Evas Nummer 1 Bridal Fashion am Shoppingabend. Eva Köhler ist seit dem vergangenen Jahr in der Schlossstraße 12 ansässig und präsentierte ihr Angebot. Ich bin heute dabei, weil ich die Aktion habe, die VIP-Beratung, die normalerweise ein bisschen Geld kostet bei mir mit Getränken, Snacks etc. gratis angeboten habe heute oder anbiete.
das hat sich schon gelohnt. Ich hatte die eine oder andere Braut heute hier, die vorher den Termin gebucht hatten und das genossen haben. Hat sich dann so ein Laden hier in Bützow, Brautmoden? Ja, also ich habe ja das Glück, dass ich eine Nische habe und die Braut fahren muss zu einem Brautladen. Na, natürlich gibt es in Rostock und Umgebung auch Brautläden, aber wenn die Braut halt nicht fündig wird in Rostock und Umgebung, dann fahren sie meistens nach Hamburg oder Berlin. Und dann bin ich natürlich die Nächste auf der Landkarte. Ich mache viel über Social Media, Instagram, Facebook, TikTok habe ich auch einen Account und da kriege ich viele Zuschriften und Termine dann. Ne? Bei dem breiten Angebot war sicher für jeden Besucher etwas dabei. Bis spät am Abend wurde Musik gehört, geshoppt und erzählt und sicher hat der ein oder andere auch das Passende für sich gefunden. Das Krumme Haus selbst wird beim Tag des offenen Denkmals am 10. September im Rampenlicht stehen. Es gilt als der älteste Profanbau Bützows. Das Gebäude ist selbst Teil der darin befindlichen Ausstellung und erzählt viel über Bützow, von den Anfängen der Stadtgeschichte mit der bischöflichen Burganlage aus dem 15. Jahrhundert bis zum großen Umbau in der Jahrtausendwende. Der Bützower Architekt Hartmut Böhnke ist maßgeblich für das umfassende Sanierungsprojekt verantwortlich. Er wird um 14 Uhr eine Führung durch das Krumme Haus anbieten und über die Besonderheiten des Baudenkmals sprechen. Geöffnet hat das Krumme Haus am 10. September von 13.30 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Willkommen zu den Kulturnews. Die letzte Feinabstimmung der 25 Veranstalter zur 22. Güstrower Kunstnacht ist in der vergangenen Woche erfolgt. Von 17 bis nach 23 Uhr wird nun am 2. Oktober ein buntes Erlebnisprogramm mit Musik, Schmuck, Malerei und Tanz geboten. Mit dabei sind das Bilse-Institut, verschiedene Galerien, das Theater und die Wollhalle, die beiden Kirchen sowie das Geschäft Welt im Buch. Neu sein wird, dass LED-Strahler die Veranstalter besser kenntlich machen sollen und Schablonendrucke auf den Gehwegen die Wege zu den Veranstaltungsorten anzeigen. Erstmalig dabei sind auch das Atelier von Christiane Brusch am Markt 25 und die Kunstnachtschicht im Industriegelände 8 bis 10, wo Arbeiten von Andreas Hedrich, Thorsten Bahr und Schmuck von Bettina Bauer zu sehen sein werden. Ab sofort können die Eintrittskarten in der Güstrow-Information bestellt werden und die Informationshefte mit detaillierten Programmen sind dort ebenfalls erhältlich. Die erste Auflage des Güstrower Vereinsfestes in den Wallanlagen erfreute sich großer Beliebtheit. Bei Spiel, Spaß und viel Musik waren am vergangenen Sonnabend knapp 30 Akteure auf der Wiese am Wall unterwegs, um beim Fest der Vereine ihre Angebote zu präsentieren. Der Verein Initiative Güstrow 2028 hatte die Idee umgesetzt, viele Vereine und Institutionen auf diese Weise zusammenzuführen. Das Wetter meinte es sehr gut und so strahlte die Sonne mit den Gesichtern der Aussteller und der Besucher ringsum um die Wette. Andreas Ohm hatte als Stadtpräsident die Schirmherrschaft übernommen. Ihm sind Veranstaltungen, die viele zusammenbringen, wichtig. Ja, ich denke mal, wir haben in den letzten Jahren viele Veränderungen in der Gesellschaft wahrgenommen. Es fing mit Corona an, es ging mit Energiekrisen weiter. Viele Menschen bedrücken diese Probleme. Und ich glaube aber, für einen Zusammenhalt in der Gesellschaft ist das Vereinsleben ganz wichtig. Und ein einzelner Verein kann sicherlich auch für sich arbeiten, aber man erreicht mehr, wenn viele Vereine zusammengefasst werden. Man erreicht, wie man es hier sieht, ein größeres Publikum. Man begeistert die Bevölkerung für die Vereinsarbeit und kriegt vielleicht auch Nachwuchs für die Vereine, um sie am Leben zu erhalten. So präsentierte sich neben der VR-Bank auch der Kniesenack-Verein, der derzeit 46 Mitglieder verzeichnet. Dort konnte ein Schluck des besonderen Bieres verkostet werden. Am nächsten Stand konnte man sich über die Arbeit des Weißen Rings informieren und an einem weiteren präsentierte sich der Seniorenbeirat der Stadt. Maria Wien wollte mit weiteren Mitstreitern ein besonderes Anliegen weitergeben. Wir wollen heute einfach da sein, um uns nochmal zu präsentieren als Seniorenbeirat der Stadt Güstrow.
Und wir möchten gerne ankündigen, dass wir im Oktober wieder eine Veranstaltung machen im Rathaus zum Thema Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht und Erbrecht mit Frau Dr. Kölbel. Und die findet 14 Uhr statt. Auf der Bühne gab es ein buntes Programm. Vor allem wurde viel getanzt, das bietet sich dort ja auch an. Zuerst war die Tanzgruppe Four Steps vom Südstadtclub an der Reihe. Die Tänzerinnen zeigten, was sie einstudiert haben. Später dann ließ das Blasorchester der Feuerwehr Blasmusik erklingen. Damit so ein Fest gelingt, braucht es finanzielle Mittel. Die Ehrenamtsstiftung unterstützte dies mit 1.000 Euro. Fanny Münch war extra gekommen, um sich kurz vorzustellen. Und sie konnte sich selbst davon überzeugen, dass dieses Geld gut angelegt ist. Für die Initiatoren, die letztlich viel Zeit investiert haben, um rundum mit Essen, Trinken, Sitzmöglichkeiten und natürlich auch der Bühne alles an Ort und Stelle zu haben, war das Wetter das passende i-Tüpfelchen. Dem Verein war es wichtig, diese Möglichkeit zu schaffen, sich zu begegnen und viele Vereine an einem Ort zusammenzuführen. Vorstandsmitglied Maria Havemann zeigte sich schon von den Vorbereitungen begeistert. Also alleine die Organisation war großartig, der Verein selber, also die Vereinsmitglieder, haben so viele Ideen beigesteuert. Da ist natürlich auch der ein oder andere Profi dabei, der dann schon Erfahrungen aus anderen Bereichen mitgebracht hat. Aber auch die Institutionen, die sich haben einladen lassen, die Vereine. Da mussten wir niemanden bitten. Es war jeder begeistert, es war jeder. Was ist so ein Vereinsfest? Das ist das, was Güstrow im Moment gerade braucht. Glücksräder wurden gedreht, Kinder geschminkt und Bälle geworfen. Der Tischtennisverein präsentierte sich. Dort stand natürlich eine Tischtennisplatte, um es gleich auszuprobieren. Gleich daneben standen die Dartfreunde, bei denen Pfeile auf die Scheibe geworfen werden konnten. Am Stand des Kunsthauses wurden Flieger aus Papier gebastelt. Der Güstrower Karnevalsclub war natürlich auch mit von der Partie. Isabel Kitter erklärt genau, warum ihr dies wichtig ist. Der GCC hat genau wie alle anderen Vereine nach Corona Schwierigkeiten gehabt, ins Altersleben zurückzufinden. Von den Kindern und Jugendlichen angefangen, die sich zum Teil andere Freizeitbeschäftigungen gesucht haben und so weiter. Und als dann die Initiative Güstrow 2028 auf die Idee kam, sich als Verein zu gründen, da war für mich eigentlich überhaupt gar keine Frage, dass wir uns damit engagieren müssen. Denn ich denke, in einer kleinen Stadt wie Güstrow, und man muss tatsächlich sagen, wir sind eine kleine Stadt. In einer kleinen Stadt wie Güstrow ist es einfach notwendig, dass sich alle Vereine und alle Leute, die im Ehrenamt was tun, miteinander vernetzen. Ansonsten funktioniert unsere Arbeit hier nicht in der Stadt. Mit selbstgebackenem Kuchen punktete der Verein schon mal bei den Gästen. Der nächste Höhepunkt der Karnevalisten steht übrigens schon fest. Wir sind also schon dabei, die Session 23/24 zu planen und versuchen dort auch mal neue Wege. Das Studio 2 hat uns eine Zusammenarbeit angeboten und deswegen ist unser Plan für dieses Jahr am 11.11. zunächst mal den Umzug, den wir im letzten Jahr zum ersten Mal durchgeführt haben und der auf Freude gestoßen ist. Viele fanden das toll, den würden wir also wieder machen in diesem Jahr und würden dann auf Umwegen, die Baustellen werden uns ein bisschen ausbremsen, zum Rathaus finden, uns den Rathausschlüssel holen und laden dann am Abend zum Club Fasching ein, zum Studio Fasching ins Studio 2 in die Glasewitzer Chaussee ab 20.11 Uhr. Ab sofort sind Karten erhältlich im Studio, im Schnickschnack, in der Güstrow-Information und natürlich online. Und wir würden uns freuen, wenn viele feierlustige Güstrower schauen, was bei uns denn nun jetzt nach Corona in den neuen Programmen wieder los ist. Unser Motto in diesem Jahr heißt Zurück in die Zukunft und das finden wir sehr spannend und auch sehr passend nach Corona. So konnten sich junge und ältere Besucher den ganzen Tag am Wall aufhalten und über die verschiedensten Aktivitäten informieren oder sich bei Grillwurst oder Kuchen stärken. Von denen, die das bunte Treiben miterlebt haben, war schon von einer Wiederholung zu hören. Das wird sicher zu beraten sein, aber für alle Mitwirkenden ist dies eben eine gute Möglichkeit, sich in großer Vielfältigkeit als Vereinslandschaft zu präsentieren. Am 9. September um 14 Uhr bieten die Künstlerin Annegret Göbeler und die Kuratorin Andrea Theiss nochmals die Dialogführung durch die sehenswerte Ausstellung Gezeichnete Malerei im Krummen Haus an. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gezeigt werden Malereien und Zeichnungen aus unterschiedlichen Schaffensphasen der Künstlerin. Denn der Anlass ist ein Jubiläum. Annegret Göbeler ist im Juni 80 Jahre alt geworden. Die Jubiläumsausstellung im Krummen Haus ist noch bis zum 29. September zu sehen. Der Flughafen Rostock-Lage öffnet am Samstag, den 9. September von 10 bis 17 Uhr seine Tore für ein spannendes Flughafenfest.
Besucher jeden Alters erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Auftritten von Künstlern wie Luna, Monika Gajek, Pia Rademann und regionalen Talenten. Rundflüge über den Flughafen sind buchbar und es gibt ein Kinderland, eine Foodmeile und auch das Terrassencafé öffnet für seine Gäste. Eine Flugzeugausstellung zeigt Rundflugmaschinen, Militärflugzeuge und ein Verkehrsflugzeug von German Airways. Im Terminal gibt es eine Luft- und Raumfahrtausstellung mit Führung, dazu eine große Tombola und Stände regionaler Händler. Ein Highlight ist die Autogrammstunde mit den Fußballern vom FC Hansa Rostock. Kostenlose Shuttles sind übrigens im Einsatz und der Eintritt zum Fest ist frei. Willkommen beim Sport. Das Junior-Team des Kreissportbundes Landkreis Rostock e.V. hat sich Anfang des Jahres für den diesjährigen Förderpenny beworben und es unter die Top 2 der Region geschafft. Der Kreissportbund Landkreis Rostock e.V. ist mit 26.000 Mitgliedern der Dachverband des gemeinnützig organisierten Sports im Landkreis Rostock. Die Sportjugend gründete im letzten Jahr ein Junior-Team mit 20 ehrenamtlich engagierten Jugendlichen. Seit dem letzten Jahr hat das Team der Sportjugend gemeinsam mit dem Junior-Team zahlreiche Sport- und Bewegungsprojekte an Kitas, Schulen und Gemeinden umgesetzt. Der Gewinn des Förderpenny-Preisgeldes soll den Vernetzungstreffen dienen und für kommende Projekte im Kinder- und Jugendbereich des Landkreises eingesetzt werden. Ihr Ziel ist es, die Sportcommunity zu stärken, die Kinderentwicklung und Bewegungsfreude zu fördern. Noch bis zum 10. September kann täglich auf www.förderpenny.de für den KSB abgestimmt werden. Am 3. September fand der 8. Familienzehnkampf des LAC Mörosin 98 e.V. im Niklot-Stadion in Güstrow statt. Insgesamt 14 Teams traten in 10 Leichtathletikdisziplinen gegeneinander an. Lustige Teamnamen wie die Nutella-Bande und Tilly Turnschuh und die Wadenkrämpfe sorgten für Unterhaltung. Die jüngste Teilnehmerin war Mathilda, geboren 2021. Der älteste Teilnehmer war Mario Wido, geboren 1959. Tilly Turnschuh und die Wadenkrämpfe sicherten sich mit 5.262 Punkten den ersten Platz. Der Familienzehnkampf wurde von der Sparda Bank Berlin EG großzügig gefördert und vom Hage Baumarkt und den Stadtwerken unterstützt. Ein großer Dank geht auch an Herrn Kawelke, der den Wettkampf organisierte. Der Familienzehnkampf soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.
Die Spieler des Güstrower Handballvereins stehen kurz vor dem Beginn der Saison. Wir wollten wissen, ob sie sich gut vorbereitet fühlen. Liebe Zuschauer, ich habe mich heute verabredet in der Sporthalle in der Kessiner Straße mit Moritz Langer, dem Co-Kapitän von GHV. Genau. Und mit Daniel Rudolf, dem stellvertretenden Vereinsvorsitzenden. Der Grund ist der bevorstehende Beginn der neuen Spielzeit. Ja, erste Frage. Ja. Moritz, die letzte Saison war ja recht erfolgreich für euch. Ihr habt den vierten Platz belegt, aber am Ende habt ihr ein richtiges Kunststück fertiggebracht. Und zwar als Sieger vom Final Three seid ihr Landespokalsieger geworden. Ja. Diese Stimmung, konntet ihr die mitnehmen jetzt in die neue Saison, auch schon in die Vorbereitungszeit, oder muss man da wieder neu aufbauen? Nee, die haben wir definitiv mitgenommen. Ich würde behaupten, der Sieg gegen Stralsund, gerade nachdem wir in der Liga zweimal verloren haben, ja, war doch der größte Erfolg der Saison, ganz klar. Und mit der Mannschaft, wie sie so zusammensteht, sind wir auch einfach immer positiv, empathisch und nehmen die Stimmung so mit. Du sagst, die Mannschaft, wie sie so zusammensteht, zu Beginn einer neuen Spielzeit gibt es ja Abgänge, Zugänge. Wie sieht das bei euch aus? Welche Abgänge habt ihr und habt ihr euch verstärken können mit Leistungsträgern? Abgänge haben wir die Saison zwei. Einmal Luxa, der geht zum TSG Wismar. Beruflich bedingt ist er dorthin gezogen. Und für die ersten Spiele bleibt uns Clemens Gulatowski noch erhalten, zieht dann aber nach Osnabrück aufgrund des Studiums. Ja, Zugänge haben wir, glaube ich, vier an der Zahl sogar. Einen Linksaußen, einen Rechtsaußen, einen Kreisläufer und Dorian, der zurückgekommen ist von seiner Weltreise. Also da sind wir auch gut besetzt, würde ich sagen. Hört sich gut an. Wie lief denn die Vorbereitungszeit? Konnten da die neuen Spieler schon integriert werden oder wie lief's? Ja, wir haben Ende Juli, glaube ich, schon angefangen, also sind schon einige Wochen dabei. Die neuen Spieler haben sich gut eingelebt. Wir verstehen uns alle super, Training läuft. Wir waren für die Verhältnisse der letzten Jahre, würde ich behaupten, mehr laufen, für meinen Geschmack. Aber auch Fußball, Handball kam alles nicht zu kurz. Wir sind guter Dinge. Okay, dann wünsche ich jetzt mal schon alles Gute und eine Top-Platzierung. Danke. Ja, geht's hier weiter? Daniel, welche Ziele habt ihr euch denn gestellt für diese Saison? Man muss ja dazu sagen, im nächsten Jahr, wenn die Spielzeit zu Ende ist, feiert der GHV 94 sein 30-jähriges Bestehen. Da wäre doch ein Meistertitel oder vielleicht sogar das Double auf dem Gabentisch genau das Richtige. Ja, Sie sagen es. Also das wäre natürlich das absolute Geschenk. Nun will ich hier nicht von konkreten Plätzen sprechen. Das Ziel muss natürlich sein, und das ist auch das Ziel der Mannschaft, dass wir die Spiele mehr über die komplette Spielzeit, nicht über 40 Minuten, sondern auch mal 50, 60 Minuten die Leistung auf die Platte bringen. Das muss das Ziel sein, und dann werden wir am Ende der Saison sehen, wo wir stehen. Also wir waren Vierter, wenn wir uns da in der Tabelle verbessern, ist das alles gut. Gerade auch im Hinblick auf die Konkurrenten, die wir haben. Man sieht ein ambitionierter Aufsteiger Schwan, der sicherlich eine sehr gute Rolle spielen wird, gerade auch mit der Halle und mit den Fans im Hintergrund. Aber auch Greifswald, die sich sehr stark verstärkt haben. Stralsund immer weit oben, Stiere 2 immer eine Wundertüte. Warnemünde sehr stark verstärkt mit Tim Völzke vom HCM Paul Rostock. Also das wären schon sehr, sehr schwierige Spiele. Aber dennoch bin ich sehr guten Mutes und sehr zuversichtlich, dass unsere Mannschaft immer 100% geben wird und dann auch den ein oder anderen Sieg einfahren wird. Ja, da ist ja eine interessante Saison zu erwarten. Die Männermannschaft ist ja nur ein Teil des GHV. Ihr seid ja auch sehr aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit. Wie sieht es denn da aus mit den Mannschaften? Genau, also der Kinder- und Jugendbereich ist der allergrößte Teil im Verein. Und das sind so zwei Drittel der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Und da sind wir sehr gut aufgestellt, gerade im Mini-Bereich. Ab drei, also die 3- bis 6-Jährigen, da haben wir einen sehr, sehr großen Zulauf. Sehen das jetzt auch in den Mannschaften, dass die da unten in den unteren Bereichen größer werden. Sodass uns dieses Jahr geglückt ist, das erste Mal eine reine Frauen- oder Mädelsmannschaft, eine D-Jugend zu stellen. Das war der Wunsch der Mädels. Aber ist natürlich auch super. Ne? Freut uns total, dass wir da das erste Mal eine Mädchenmannschaft stellen können. Seid ihr jetzt insgesamt 5 Mannschaften oder 6? Genau, wir haben also die Männermannschaft, die in der MV-Liga spielt. Eine C-Jugend, die in der Oberliga spielt.
Also da haben wir auch den Schritt gewagt, dass wir mit denen eine Liga höher gehen. Mhm. Eine B-Jugend im Bezirk, eine D-Mädels, D-Jungs im Bezirk. Und das erste Mal auch, was auch eine sehr große Freude ist, die F-Jugend geht in den Spielbetrieb. Mhm. Das sind so mit die Kleinsten, die immer so bisher trainiert haben, aber nicht so aktiv im Spielbetrieb waren. Und auch da gehen wir jetzt den Schritt und sagen, jo, wir gehen da in den Spielbetrieb. Also 6 Mannschaften, und das Neue ist, sie treten alle einheitlich in einem einheitlichen Trikot auf. Ja, auch das ist, man wundert sich, aber das ist uns auch dieses Jahr das erste Mal gelungen, dass alle Mannschaften einheitlich dieselben Trikots anhaben. Das war auch ein harter Kampf, man braucht da sehr viele Sponsoren. Wir haben da jetzt roundabout 8.000 Euro ausgegeben, um alle einzukleiden, Kleidung, Druck. Aber das ist es uns wert, dass wir einheitlich erkennbar auftreten in den ganzen Hallen in MV. Die Kinder hatten Fotoshooting die Woche. Die haben sich alle gefreut, dass sie alle das Trikot tragen dürfen, wie die Erwachsenen. Also ich glaube, das ist uns, da ist uns was sehr Gutes gelungen. Also nun haben wir schon über verschiedene Sachen gesprochen. Über die Zielstellung, über die Zugänge, über die Abgänge. Nun wird es mal ganz konkret. Wann geht es denn nun endlich los? Genau, also der erste Spieltag ist am 9.9. Ist ein Samstag, da beginnen wir um 13 Uhr mit der C-Jugend, um 15 Uhr mit der weiblichen D und dann um 17 Uhr das erste Spiel der Männer gegen den Ribnitzer HV. Da haben wir auch noch was aus der letzten Saison gut zu machen. Da haben wir im letzten Jahr das erste Spiel auch zu Hause gegen Ribnitz nicht gewonnen. Das werden wir dieses Jahr mit aller Macht versuchen zu ändern. Ja, das wird ja dann ein richtiger Handball-Samstag und dann kommen vielleicht auch viele Zuschauer und dann klappt es auch mit dem Sieg gegen Ribnitz. Herzlichen Dank auch an dich für die Auskünfte. Ja, und ich wünsche dir natürlich ebenfalls eine ganz erfolgreiche Saison für alle Mannschaften und wie gesagt schon einen guten Auftakt am Sonnabend. Vielen Dank. Zum Saisonauftakt am kommenden Wochenende finden beim GHV folgende Heimspiele statt. Um 13 Uhr trifft die C-Jugend auf die Mecklenburger Stiere. 15 Uhr ist Anpfiff bei der D-Jugend männlich gegen den SV Kriewitz. Und um 17 Uhr stehen dann die Männer gegen den Ribnitzer HV auf dem Parkett. Zum Abschluss der 40. Stundenlaufserie fand am vergangenen Freitag der Stundenpaarlauf statt. Bei diesem Lauf teilen sich 2 Läufer die eine Stunde. Nach jeder Runde im Kirchrosiner Gelände ist der oder die nächste dran. Eine Runde hat eine Länge von 1,267 Kilometern. Bei bestem Laufwetter nahmen die ersten 11 Läufer der 22 Paare am Start Aufstellung und um Punkt 17 Uhr ertönte der Startpfiff. Und es ging gleich richtig zur Sache. Hannes und Mathis Kuntermann legten los wie die Feuerwehr. Nach der ersten Runde waren sie beide gleich auf und übergaben gleichzeitig an ihre Partner Nils Schmiedeberg und Lukas Kuntermann. Nach und nach konnten sich aber Mathis und Lukas absetzen und nach der Stunde hatten sie mit guten 17 Kilometern ungefähr 600 Meter Vorsprung vor ihrem Bruder Hannes und Nils Schmiedeberg. Die Frauenwertung gewannen Claudia Schulz und Claudia Rugbart. In der Mixed-Wertung haben Ralf Maibaum und Melissa Maibaum die meisten Meter geschafft. Vor dem Heimrennen der Speedway-Liga Nord äußerte Teammanager Ralf Peters optimistisch die Hoffnung auf einen Podestplatz, obwohl das junge Güstrower Team bisher nur einen Matchpunkt hatte. Doch vor eigenem Publikum zeigten sie eine beeindruckende Leistung und überzeugten vor den 800 Zuschauern. Sie begannen stark, gewannen die ersten beiden Läufe und dominierten den zweiten Durchgang mit 4 von 5 Siegen. Obwohl das erfahrene Team aus Doren den Rückstand verkürzte, sicherten sich die Güstrower den Heimsieg der Speedway-Liga Nord vor Doren und Wolfslake. Der Güstrower Teamchef zeigte sich stolz und hofft auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Saison. Die kontinuierliche Arbeit von Ralf Peters zeigt sich nicht nur im sportlichen Erfolg, sondern auch in der Entwicklung der Sportler. Die Siege wurden hart erkämpft und die Güstrower zeigten ein beeindruckendes Können und Kampfgeist. Jetzt richtet sich der Blick des Teams auf das Saisonfinale am 3. Oktober in Brokstedt.
Hallo, mein Name ist Wilfried Minnig und heute melde ich mich aus der tollsten und größten Holzschutzfarbabteilung der Region. Das ist nicht übertrieben, wenn ihr euch umschaut, werdet ihr das sehen. Getreu dem Motto, ihr habt das Holz und wir den Schutz, bieten wir euch Holzschutz rundum an. Von der Grundierung über die Versiegelung, über die Endbehandlung, über die Reinigung und das Werkzeug, Schleifmittel, Pinsel und so weiter und so fort. Bei uns findet ihr Marken wie Remmers Holzschutz, wir führen Osmo Holzschutz, wir führen natürlich auch das tolle Öl von Bondex und bei uns findet ihr auch eine große Bandbreite an unserer Eigenmarke Renovo, die übrigens auch von einem namhaften deutschen Hersteller produziert wird. Viel Spaß, viel Freude, ihr wisst, wenn es warm wird, ruft das Holz nach Farbe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen beim Wetter. Der Sommer ist noch einmal zurückgekehrt. Nach einem milden Abend gibt es in der Nacht einen wolkenlosen Himmel bei Temperaturen um die 14 Grad. Einen ebenfalls wolkenlosen Tag haben wir auch am Mittwoch vor uns. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und maximal 28 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen dann wieder auf 14 Grad. Am Donnerstag ist es tagsüber wolkenlos bei Temperaturen zwischen 14 und 28 Grad. In der Nacht erwarten uns dann wieder Tiefsttemperaturen um die 16 Grad. Hier geht es weiter mit einer neuen Ausgabe von Mit Charme und Schürze, diesmal wieder von der schönen Insel Usedom und zu Gast Schauspieler und Produzent Lars Pape. Willkommen in der Steakcraft. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also kommt vorbei!